Okay, betreffend des Buches. Also wer zu mir gesagt hätte im Jahr 2011, ich würde Kinderbücher schreiben, dem hätte ich diese Stelle hier an der Stirn gezeigt. Wenn man sich so intensiv mit Dingen beschäftigt und wenn man mich so sieht, bin ich ja eher der ernste Typ. Ich bin also so ein Denker, so ein Grübler. Ja. Ich brauche ein bisschen, bis ich auftaue. Und wenn ich Spaß haben will, dann müssen schon die richtigen Leute zusammenkommen. Aber in den Keller gehe ich nicht, keine Sorge. Es hat 11 Tage gebraucht. Ich war in Schweden. Schneesturm, kein Fernsehen. Also ist eine Holzhütte da oben, wo ich seit vielen Jahren gewesen bin. Und ich habe dort einfach eine Situation vorgefunden, wo ich zu mir selbst finden konnte, mich selbst aus dem Mittelpunkt herausnehmen konnte. Das ist ja unser größtes und allgegenwärtiges Problem. Viele Menschen schaffen es nicht, sich selbst herauszunehmen aus der Mitte und einfach nur über Dinge zu sprechen. Deswegen ist es sehr schwer, Menschen das Brainstorming beizubringen, ja, weil sie sehr, sehr schnell in Streitmuster landen. Ja, und wenn sie sich dann jahrelang kennen und befreundet sind, sind sie es danach nicht mehr. Ja, nur weil sie 2, 3 Gespräche im Brainstorming haben stattfinden lassen. Ja, und bei dem Buch ist das so, ich engagiere mich seit vielen Jahren in verschiedenen Bereichen, habe also früher mal Kinderheime aufgebaut, habe dann festgestellt, das ist nur ein Clusterdenken. Das ist schön, dass es den Kindern jetzt da hinten besser geht, in Visaginas und in Minsk, und ich bin auch glücklich drüber, aber ich möchte gern mehr erreichen. Und über diesen Rahmen hinaus, ich bin also Botschafter der KIT-Initiative, Botschafter der kleinen Patienten von Nature Fund. Das sind alles Agitationen von Menschen, Vereine, die sich stark machen für die Zukunft. KIT-Initiative hört sich so nach KIT an, nach Kids, ja, heißt aber kreativ, innovativ, Technik. Das ist der Hintergrund. Wir haben in Essen die Kreativschule gegründet bei der KIT-Initiative. Und da geht es darum, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu finden und ihre Talente zu entdecken und ihre Talente nachher außerhalb ihres eigenen Ichs zu transportieren und in Anwendung zu bringen. Das Buch ist eine Sache, die mal so ein Stapel Papier war. Und ich habe dann während des Schreibens ja den Weg finden müssen, ein Kinderbuch draus zu machen. Also musste ich diese viele, viele Prägungen, die ich da hineingebracht habe, mein Bewusstsein, mein Ich, mein Denken, muss ich da rausholen und musste es reduzieren auf das Verhältnis eines Kindes. Und das hat das Ergebnis gebracht, dass die Kinder in diesem Buch malen dürfen. Und sie dürfen nicht nur ausmalen, sondern es gibt auch Sequenzen, wo sie weitermalen dürfen. Es gibt 1,5-Jährige, die ich erlebt habe, die im Regen draußen rumlaufen. Es gibt 8- und 9-Jährige, die jeden Abend die Wassermusik hören. Und wir haben unwahrscheinlich tolle Ergebnisse und unwahrscheinlich viel tolle Erfahrungen mit unseren Tagen des Wassers mit diesen Büchern gemacht. Und ich habe diese Bücher dafür verwendet, um eben diese Aktion wie die KIT-Initiative, Tage des Wassers oder eben auch das Projekt in Paraguay, das Buch wurde also in Spanisch übersetzt, paraguayische Kinder haben gemalt und auch von diesem Künstler, von Markus Feist, sind da viele Dinge noch drin, also wir haben nicht alles rausgenommen. Es ist eine Zusammenarbeit mit den Kindern dort vor Ort entstanden. Regentonne zum Beispiel wurde herausgenommen, weil das darf dort gar nicht sein, wegen den Moskitos. Wasserhahn, Kinder kennen dort keinen Wasserhahn. Ja? Also mussten so ein paar Dinge verändert werden. Und das Ergebnis ist, dass dieses Buch auf der Expo Alemannia dieses Jahr war, dass in Paraguay eine Straße gebaut wird zwischen 2 Weltkulturerben der Jesuiten und dort pro Buch ein Baum gepflanzt wird und wir Kindern erklären dürfen, dass unser Wetter genau dort gemacht wird, wo die Urwälder abgeholzt worden sind. Also es ist nicht irgendein Buch, sondern es ist ein Buch mit extrem viel Hintergrund. Und so habe ich Projekte in Schulen, in Kindergärten, mache mit Unternehmern zusammen diese Projekte. Und ich habe mich bis dato auch nicht leiten lassen dazu, dieses Buch in einer Form werbetechnisch zu verändern.
habe ich ganz, ganz viele Angebote gehabt. Wir sind aber bei dem Stand geblieben. Und es ist witzig, Sie werden sehen, da steht immer wieder, hier darf gemalt werden drin. Das ist die Veränderung, die stattgefunden hat bei irgendeiner Druckauflage nachher, weil die Kinder sich nicht getraut haben zu malen. Und da gibt es ganz tolle Erfahrungen zu dem, was ich vorhin erzählt habe. In Hamburg kommen Eltern zu diesem Tag des Wassers und der Künstler Feist malt mit diesen Kindern und sagt zu dem Kind, was möchtest du denn gemalt haben? Daraufhin sagt der Vater, für den Jungen sprechend, na, ein Schiff. Da draußen liegt die AIDA. Und wir haben dann zu diesem Vater gesagt, kommen Sie mal, da drüben haben wir Tische stehen, da können Sie einen Kaffee trinken. Lassen Sie doch einfach das Kind jetzt mal malen. Der Vater war noch gar nicht weit weg mit der Mutter, haben sich da hingesetzt, Kaffee trinken. Dann sagt der kleine Junge, ach, ich möchte auch so eine Ariel haben. Und Markus sagt, dann bekommst du deine Ariel. Und malt ihm die Ariel. Was zeigt das? Erwachsene haben ein Problem damit, dass Kinder selber denken. Selber denken macht aber aus, dass wir unser Leben lang eine Schule durchlaufen und uns selber aussuchen, was für uns gut ist. Nur so können wir unsere Talente entdecken. Und ein Kind sollte, sobald es einen Stift halten kann, sollte es malen. Und es sollte jedem Erwachsenen unter Strafe gestellt sein, dem Kind zu sagen, was soll das sein? Jede Reizverkörperung, die wir dort setzen, die negativierend ist, macht das Kind kaputt. Stück für Stück. Wir können ja nur abspeichern, denken und wohlwollend uns entwickeln über emotionale Ebenen in unserem Gehirn. Wir brauchen also einen Emotionalschub, das wissen wir, jeder von uns, ja, um Dinge abspeichern zu können, um mit diesen Abspeicherungen etwas stattfinden zu lassen. Und wenn wir, ich gehe mal auf die Pause gerade, auf das Thema. Wenn wir dann noch ein Stückchen in die Vergangenheit hineindenken, dann haben wir eine Situation, wo vor unserer Geburt natürlich bestimmte Dinge stattfinden und wo während unserer Entwicklung in diesen berühmten 9 Monaten auch Dinge stattfinden, die wir auch unser späteres Leben lang abgleichen. Also diese Vernetzung, die nach oben hin stattfindet, diese Pyramide, die hat natürlich schon einen Untergrund. Also wenn wir geboren werden, fangen wir nicht mehr null an, mitnichten. Wir wissen zum Beispiel genau zu unterscheiden, welche Stimmenfrequenz von unserem Vater ist oder von dem Arzt oder von der Mutter oder wem auch immer. Wir wissen auch hell und dunkel zu unterscheiden. Wir können unzählige Schwingungen, können wir katalogisiert schon darstellen. Nicht, dass wir sie wiedergeben können, aber wir tragen sie in uns. Und es ist ein ganz großer Unterschied, ob jemand eine Beschallung hat mit aggressiver Musik oder mit wohlwollenden Klängen. Mit Klangtherapeuten, wenn man sich mit denen in Verbindung setzt, und hier ist wieder die Brücke zu dem Buch, da ist hinten eine CD drin, hat ein Klangtherapeut, währenddem ich das Buch geschrieben habe, der Markus gemalt hat, hat er die Musik geschrieben. Das ist absolut genial. Der Bernd Grüning ist Klangtherapeut, weiß sein Leben lang spezialisiert, mit diesen Wellen, mit diesen Schwingungen, mit diesen Tönen umzugehen und hat dann die Musik geschrieben zu einem von uns Erwachsenen negativierten Thema. Regen. Die meisten Erwachsenen machen Regen zum Negativum. Dabei brauchen wir ihn. Und hier ist das Regenlied drauf. Und es ist total witzig, wenn Kinder ganz freudestrahlend über den Regen singen. Und wenn man dann noch die richtigen Eltern hat und die richtige Kindergartengruppe, dann dürfen die auch in Pfützen springen. Und das ist toll. Ja? Und es ist auch so aufgebaut auf der CD, er hat dann in der Mitte eine Sequenz, ein Rätsel drin zum Thema Wasser. Ja, unser Lebenselixier rückt er also wirklich richtig in die Mitte. Und er hat ganz am Ende hat er Entspannungsmusik drauf. Also er hat mit hohem Bewusstsein eine Kompensation ausgewählt,
die eine Lernfähigkeit bei dem Kind anregt, singen, ja, macht ja ganz viele Emotionen aus, ja, und dieses Mitraten dürfen, heißt also, ich fordere von dem Kind auch etwas und dann hinten die Entspannung dran gehängt. Und es ist völlig egal, ob die Kinder anderthalb sind, im Regen mit dem Buch rumspringen oder ob die 8 oder 9 Jahre alt sind. Ja, also sie lieben es alle und sind in dem Thema dann drin. Und wie kann man das Thema Wasser negativieren? Ja? Also das können nur wir Erwachsenen. Kinder von vornherein nicht. Und wenn wir hier nochmal in diese Pyramide schauen, die Frage war also, ob wir hier bei Null anfangen. Nein, wir haben hier unten unsere Sequenzen, die wir mitnehmen. Genau diese Geräusche, diese Töne, diese Schwingungen, hell, dunkel, Erschütterung, ja, die nehmen wir alle mit. Die haben wir schon in uns zu der Geburt. Und da gab es vor uns das, die interessante Situation, unser Auge wird entwickelt, obwohl wir es dann noch gar nicht brauchen. Und das Auge hat dann noch eine ganz besondere Stellung, weil wir verbinden uns beim normalen Denken in dem Gehirn, auf unseren Synapsenbahnen, in Strukturvernetzungen. Das heißt also, wir haben ein Thema und dieses Thema sucht sich Ergebnisse auf unseren Ablagerungen, auf unserem Datenspeicher, ob irgendwelche Bilder dazu passen. Nehmen wir doch mal den medizinischen Bereich und nehmen wir doch mal das Blut. Warum ist Blut in uns so negativiert? Es ist doch unser Lebenselixier, es ist also grundpositiv. Also unser Leben lang werden wir in den Vernetzungen die Bilder suchen und zusammenordnen und das Ergebnis an dieses Wort Blut hängen. Und das ist mitunter bei Kindern so negativiert, weil sie zu frühester Kindheit sich in ihren Trickfilmen etc. mit Tod und abgeschnittenen Köpfen beschäftigen müssen. Und wenn wir unseren Fernsehsender anmachen, egal welcher, es gibt immer Tote. Kennen Sie einen Sender, der gute Nachrichten hat? Der Versuchsballon ist damals eingestampft worden, hat nicht funktioniert. Menschen möchten keine guten Nachrichten. Also, sobald das Kind in der Gegenwart ist und das Thema Fernsehen eine Rolle spielt, kann man sehr schnell analysieren, wo welche Datenflüsse herkamen und was diese Verankerung, diese Negativierung ausgemacht hat. Warum derjenige sagt, ich kann kein Blut sehen. Ich selbst bin 10 Jahre lang Erste-Hilfe-Trainer gewesen. Also die Erste Hilfe für die Führerscheinanwärter. Samstags morgens um 8 Uhr ging das los. Und ich denke mal, 30 bis 40% der Jugendlichen haben genau dieses gehabt, dass sie gesagt haben, ich kann kein Blut sehen. Diese Vernetzung findet also insofern statt, dass sie immer wieder polarisiert mit dem Negativum. Ja, jetzt kann das Gehirn ja nicht negativ denken, es nimmt einfach nur eine Datensequenz, ein Bild, ja, und dort ist dieses Blut in Verbindung gebracht mit dem Ende, Tod, welches wir ja in diesem Moment noch nicht haben wollen. Also ist unsere Antwort natürlich, nein, wollen wir nichts mit zu tun haben. Ja? So findet die normale Vernetzung statt. Jetzt stellen wir uns das Auge einfach mal, oder nehmen uns das Auge einfach mal ein bisschen näher. Beim Auge ist es ganz interessant. Das Auge hat immer einen Rück- und einen Hinweg. Also wir nehmen etwas wahr, schicken es in unser Gehirn, schicken es in verschiedene Strukturbereiche, fordern dann das Ergebnis ab, wieder zum Auge und prüfen dann, ob das so ist oder nicht, ob dieses Bild ein Gleichnis hat oder nicht. Das ist eine einzigartige Stellung. Also das Auge verbraucht sehr viel Energie und hat einen sehr, sehr großen Zugriff im Abgleich in unserem Gehirn. Extremst. Und so sind all die Dinge, die wir in unserem Leben sehen, verankert und verbunden mit dem Thema Bild. Und wenn wir dann in die Schule kommen, dann gibt es nicht mehr dieses, sondern dann gibt es die Bücher mit ganz viel Schrift. Und da setzen wir dann den Deckel drauf.
da haben wir dann die Situation, dass viele Kinder, die wenig im Bereich des theoretischen Denkens verankert sind, die einen können das besser, die anderen können das schlechter, die meisten haben aber Probleme damit. Dieser Übersetzungsmodus, der im Kopf stattfinden muss, bei der Schriftsprache, der findet bei Ihnen jetzt auch statt. Wenn Sie ein Wort schreiben, müssen Sie vorher bei dem Bild gewesen sein. Wenn Sie dieses Bild nicht haben, können Sie das Wort nicht schreiben. Je schneller Sie übersetzen können, desto schneller können Sie schreiben. Und dann gibt es die Kinder, die in der Rechtschreibung Probleme haben. Die haben einfach diese Probleme, weil die Bilddaten nicht umsetzen können. Da verirrt sich einfach der Gedanke in dem Absuchen, in dem Abtasten. Ja? Es findet nicht die richtige Daten, nicht die richtige Bildsequenz. Und dadurch verschiebt sich das Ganze. Ja, und dann haben wir natürlich in den letzten, glaube ich, 50, 60 Jahren eine Situation, wo genau das ganz, ganz schlimm war. Es gibt auch andere Beispiele, Links- und Rechtshänder. Ja? Also da gab es Zeiten in unserer Bestehung der Menschen, wo wirklich richtig aggressiv dagegen vorgegangen wurde. Es war verboten, mit der linken Hand dann zu schreiben. Ja? Und das macht grundsätzlich deutlich und bringt es auch in Ausführung, warum habe ich reduziert, warum ist das Buch zum Beispiel nicht bunt. Ja, also wenn man so in die Bibliotheken geht, Kinderbücher sind immer wahnsinnig bunt. Ja? Und Kinder möchten aber sich gern mit einer Sache beschäftigen. Wenn Kinder ein Wimmelbild bekommen, kennen Sie Wimmelbilder? Das ist für ein Kind fantastisch. Ja? Da möchte das Kind ganz, ganz viel finden. Wenn das Kind in dem sachlichen Bereich unterwegs ist, möchte es einfach nur zu dieser Sache Bilder haben. Kein Schmuh drumherum. Ja? Und das Kind möchte mitgestalten. Und wenn es mitgestalten darf, dann hat es die eigenen Bilder, die es selber festlegt. Und da gibt es Kinder, die malen einfach irgendwo ein Monster hier rein. Also wir haben ja hinten so Möglichkeiten, da sind nur zwei Augen drin. Ja? Ja, dann sollen sie das eben malen. Dann haben sie eben bestimmte Dinge, die sie in irgendeiner Art und Weise verarbeiten und die ihnen nachher eine Wertbeständigkeit bringen von ihrer Handlung. Ja, also das Ergebnis ihrer Handlung ist ja die Frage, ob es eine Wertbeständigkeit hat oder nicht. Das Bild zum Beispiel hier, das hat eine psychologische Ausrichtung. Das ist eine psychologische Integrative. Der Vater hebt das Meer hoch und zeigt dem Kind, was da drunter ist. Warum ist das Bild so gewählt? Das hat den Grund, dass wir Menschen sehr gern vertuschen. Und das Meer ist das beste Beispiel dafür. Ja, also es gibt keinen Fisch mehr ohne Partikel von irgendwelchen Plastikabfällen. Ja, und deswegen ist sinnbildlich das Thema Wasser unser Lebenselixier und auf diese riesigen Ozeane, die größte Fläche der Welt. Ja, und wenn man da hinunterschaut, da drunter schaut, dann eröffnet sich ein ganz anderes Bild. Und somit ist eine Aufmerksamkeit gesetzt. Also ein Kind, wenn das an das Meer kommt später, hat es genau das, was es abrufen kann. Und genau das macht unser Gehirn. Im stetigen Abgleich findet das bei uns statt. Und alles, was wir denken, holen wir uns Bilder und dann werden wir es zur Handlung werden lassen. Wenn wir die Bilder nicht abrufen können, können wir es nicht zu einer Handlung werden lassen. Dann kommen wir zum Thema Schwarmintelligenz. Brainstorming. Weil der riesige Vorteil ist, dass wir alle unterschiedliche Bilder haben. Sie haben Ihren Lebensweg hinter sich, Sie haben Ihr Lebensumfeld. Ja? Ich bin zum Beispiel mit meinen Kindern hier in dem Miniaturmuseum damals gewesen und bin hier so lang gefahren. Und diese Häuschen, die da ganz, ganz oben sind, da habe ich mir immer gesagt, wer wohnt da? Wie wohnen die da? Wovon leben die? Ja? Jetzt bin ich bei Petra, ganz oben auf dem Berg. Und guckt da oben aus dem Fenster. Das Erste, was ich dann gemacht habe da oben, ich habe Fotos gemacht. Ich habe jetzt mal ein Foto von oben nach unten. Ja? Diese Bilder hatte ich ja nicht. Jetzt habe ich diese Bilder.
Und wenn man sich mit anderen verbindet, wenn man sich committet, wenn man Schwarmintelligenz, übrigens die Ameisen und die Bienen sind uns da etwas im Vorsprung, die nutzen das, ja. Und die Ameise hat eine viel höhere Biomasse, wie wir Menschen auf diesem Planeten, wenn man sich das vorstellt, ja. Dann sollten wir doch mit unserem Geist, mit unserer Intelligenz es schaffen, das zu nutzen. Dass wir unsere Bilder abgleichen. Und je mehr wir Bilder abgleichen und von anderen von außen bekommen und ablegen können, desto mehr kann ich schon morgen in eine Handlung gehen. Das Studieren, die Lehre an der Schule, die Fortbildung unser Leben lang, hat einen Konsens der ganz großen Mühe. Ich muss mich anstrengen. Hier in diesem unteren Bereich, als Kind, brauche ich mich gar nicht anstrengen. Das heißt also, wenn Kinder sich mit dem Thema Wasser beschäftigen, ich muss mich gar nicht daneben stehen, ich muss nichts sagen. Die kommen selber damit klar. In der Regel wollte man dann, dass ich diesen Filter mit einer Firmierung versehe oder anders gestalten lasse, dass es eben eine Ausrichtung hat, dann wäre es wieder Doktrieren mit einem Hintergrund aus einer bestimmten Richtung. Und so ist eben das Schöne, dass Kinder mit dem Thema Wasser arbeiten können, malen können und es dann mit dieser Musik von Bernd Gröning auch nochmal so selbst mitgestalten können. Also sie können singen, sie dürfen malen im Buch, ja. Und das alles bringt natürlich Vernetzungsstrukturen, eigene Bilder. Und das mit Bewusstsein, dass sie es dürfen. Die Frage des Bewusstseins ist ja die allumfassende, die ist ja die schwierigste überhaupt. Wenn wir sie in Beantwortung bringen wollen, gibt es unwahrscheinlich viele Ansätze. Mein Bewusstsein zu dem Thema ist halt in den frühen Prägungsjahren etwas zu verändern. Und das mache ich mit einer bestimmten Art und Weise. Das Bewusstsein von anderen, mit denen ich auch schon in Diskussion gegangen bin, ist halt eines, dass man das denjenigen überlassen sollte, die studieren. Wobei ich mir dann die Frage stelle, wenn wir doch wissen, dass es nach dem 17., 18. Lebensjahr so eine Kurve nach unten gibt und die Wissensaufnahme in diesen ersten Jahren so viel leichter ist, warum wir das nicht anders gestalten. Und die Inhalte für den medizinischen Bereich lassen sich auch ganz leicht bei Kindern verankern. Da ist der Herr Frank Lier aus Berlin, der ähnlich denkt wie ich und Ansätze hat, aber ganz andere Ansätze. Tolles Buch, sagt er. Aber ich möchte gern in der frühen Prägungsphase Kindern die Möglichkeit geben, spielerisch die Ersthelfersituation wahrzunehmen und ein Verständnis für den eigenen Geist und für den eigenen Körper zu bekommen. Und dann hat er so Pflasterboxen entwickelt. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die, also wenn man mit Kindern dann so arbeitet in der Ersten Hilfe, die haben ja noch kein Negativum drauf, die haben keine Abschreckung. Die gehen frei da hinein. Ja, und bei meiner letzten Buchübergabe in Hamburg in einem Kindergarten an der Reeperbahn fand ich total interessant. Ich komme da rein und da steht dort ein Torso. Der Kameramann, der mit war, der sagte, was soll das denn? Ich sage, hey, das ist top, das ist super. So muss das sein. Ja, aber da gehört doch nicht in den Kindergarten. Ist aber falsch. Genau da gehört der hin. Da findet das Bewusstsein für den eigenen Körper statt. Wie kann ich denn eine Vernetzung stattfinden lassen? Wie kann ich denn über meine Gesundheit nachdenken, wenn ich meinen eigenen Körper nicht kenne? Wenn ich den auf der Grundplatine nicht habe? Und das hat sich der Frank zur Aufgabe gemacht, finde ich total interessant, dieser Ansatz, weil ich ja nun selber schon mal in der Ersten Hilfe so gearbeitet habe und meine Samstage an Schulen verbracht habe, dieses so aufzugreifen. Und dann doch noch eine Stufe tiefer zu gehen
Das heißt also nicht für die Schüler in der Schule, sondern bei den ganz Kleinen spielerisch die Situation zu setzen. Diese Boxen gibt es dann eben unterschiedlichst für den Sommer. Da gibt's, oder mit Kühlpack. Dann gibt es die ausgerichtet auf Sportverletzungen. Dann gibt es die ausgerichtet auf Winter und was weiß ich nicht, Schnupfenzeit etc. Da ist ein Paket Taschentücher mit drin. Ne? So, also diese Bewusstseinsanregung für diese Jahre, um das Kind oder dem Kind die Möglichkeit mitzugeben, dass es über Gesundheit nicht erst nachdenkt, wenn es krank ist. Wenn wir in unserem gesunden Zustand uns Gedanken über die Wertigkeit unserer Gesundheit machen, dann passiert Folgendes. Wir haben unsere Botenstoffproduktion, die grundsätzlich alle Ebenen in der Versorgung hält, damit sie stabil und gesund bleiben. Das machen wir den ganzen Tag auch mit unserer Haut, mit unseren Augen. Wenn Sie trockene Augen haben, dann wissen Sie, da ist eine Disbalance da, irgendwas stimmt dann nicht. Es hat einen Grund. Wenn Sie trockene Haut bekommen, dann wissen Sie, Sie haben zu wenig getrunken. Das heißt also, Sie sind den ganzen Tag ja mit Ihren Rezeptoren im Abgleich Ihres Umfeldes. Sie müssen nur das Bewusstsein dafür haben. Bei den Männern ist oft das Bewusstsein beim Trinken ganz weit weg von der Wirklichkeit. Ich erwische mich da auch so bei. Warum ist das so? Na, wie spielen denn Jungs draußen und wie spielen denn Mädchen? Also wenn man sich die frühen Prägungsjahre anschaut, die Mädchen sind immer in so einer Geselligkeit, in so einer Runde, spielen mit Puppen, Puppe trinkt etc. Also die haben das Bild der Ernährung in ihrem Spielverhalten. Jungs nicht, die müssen auf Bäume, die müssen in den Wald, die vergessen was mitzunehmen. Die robben stundenlang durchs Feld, aber trinken, nö. Das Bewusstsein ist dann auch nicht geprägt und nicht trainiert. Ja? Nicht bei allen so. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Ja? Aber bitte nicht mit denen verwechseln, die später ganz viel Bier trinken. Die rücken da nicht in das Fenster. Ja, aber beim Wasser ist es ja so, Wasser hat ja auch nur seinen Wert, wenn das Molekül rein ist. Wie funktioniert das? Wir können alles nur über das Wasser transportieren. Das Wasser hat ein Datenstrukturmuster, welches sich mit unserer Zelle abgleicht. Das heißt also, wir haben unser Transportgut, unseren Bus, ja, den schicken wir durch den Körper mit ganz vielen Inhaltsstoffen. Und jetzt dockt das an. Wir finden dieses Element, diese Schlüsselposition nur dann, wenn die Zelle sagt, ja, will ich haben. Das passt. Wann passt es denn nicht? Also wenn es mit Feinstofflichkeiten versetzt ist, was eine Gefahr bedeutet, wo also vom Gehirn sofort das Signal kommt, also der Bus, der hat da was drin, das wollen wir nicht. Aber es funktioniert auch nicht im osmotischen Austausch. Wenn wir nicht die richtigen Inhaltsstoffe haben, die unseren Körper die Lebensfähigkeit ermöglicht. Die Datensequenz, die ausgetauscht wird von jeder einzelnen Zelle zum Gehirn hin, und das macht wieder das Blickfeld auf das Gehirn so gigantisch, jede einzelne Zelle ist mit unserem Gehirn verbunden. Wie geht das denn? Das ist ja ein Wahnsinn. Naja, das ist aber auch unser Glück. So lässt sich das Gehirn nicht nachbauen. Alles kann man nachbauen. Wir drucken heute eine Niere, verpflanzen sie. Mit eigenem Zellgewebe wird nicht mehr abgestoßen. Ganz tolle Geschichte. Aber stellen wir uns doch vor, dieser Computer da oben, der wäre entschlüsselt. Gott sei Dank nicht. Also das Wassermolekül selber trägt ein Datenstrukturmuster und gleicht sich mit der Zelle ab. Nehmen wir osmotisches Wasser. Das ist Wasser, welches wir geleert haben. Wir haben diesem Wasser eine Datenstruktur, ein Muster mitgegeben, was die gänzliche Leere darstellt. Auf der Membran steht nichts drauf.
Jetzt kommt es zu unserer Zelle und unsere Zelle trägt Inhaltsstoffe. Was macht diese Zelle? Sie gleicht sich aus. Abtransport. Osmoseverfahren. Das heißt also, wir schwemmen aus. Nun gibt es ganz viele Osmoseanlagen. Manche arbeiten gut, manche weniger gut. Die im medizinischen Rahmen eingesetzt werden, das wäre der Bereich, wo ich hinschaue und auch empfehle, weil ganz einfach die Sperrschranke dort zu den Organismen gegeben ist. Das ist der wichtigste Punkt. Ja, da ich ja dem Wasser alles entnehme, also auch das, was nicht gesundheitlich von Vorteil ist. Und jetzt stellen wir uns vor, wir nehmen dieses osmotische Wasser auf Dauer zu uns. Also erstmal, ganz am Anfang, haben wir ein super Erfolgserlebnis. Wir haben Durst ohne Ende und wir schwemmen aus und transportieren die Gift- und Fremdstoffe weg vom Körper. Das ist ja erstmal was Perfektes. Aber irgendwo an einer Stelle muss auch ein Ausrufezeichen dahinter. Und irgendwo ist das mit der Leere ja mal erledigt. Und dann komme ich in einen Defizitbereich. Und das macht es aus, dass ich meinen Ernährungshaushalt wirklich im Griff habe. Also bei osmotischem Wasser muss ich es schaffen, mich so zu ernähren, dass mein Körper auch die Inhaltsstoffe zur Verfügung hat, die er benötigt. Weil das Wasser transportiert es ja nicht. Und wenn ich am Tag mit 4-5 Litern abschwemme, dann habe ich irgendwann eine desolate Situation. Wenn wir dann in den Transport der Datensequenz zum Gehirn hinschauen und wir nehmen Nährstoffe auf, nehmen wir mal den Regelbestand, so wie es gesundheitstechnisch im höchsten Gut stehen würde. Also das wären 450 Gramm Gemüse, 250 Obst und 50 Gramm Kräuter. Was würde denn dann stattfinden? Ach übrigens, Fleisch habe ich jetzt nicht vergessen. Das muss da nicht sein. Wir brauchen es nicht wirklich. Zellernährung. Bitte? Zellernährung. Perfekte Zellernährung. Gesundheit. Und Wohlergehen. Also wir haben die optimale Zellernährung. Ja. Die optimale Zellernährung kann aber nur stattfinden, wenn ich da oben ein Trainingsverhalten habe. Nehmen wir mal 50 Kräuter und ich kenne nur 3 davon. Habe ich ein Problem. Also muss ich jetzt doch ein Training erstmal stattfinden lassen. Wenn ich das ansetze nach, ich sage mal, 8 Wochen Osmosewasser, bringt es mir erstmal gar nichts. Ja, also muss ich an einer bestimmten Stelle schon mal darüber nachdenken. Kann ich aber nicht, wenn ich nicht von vornherein gesundheitstechnisch naturnah denke. Ich denke erst darüber nach, wenn irgendeine Reaktion stattfindet. Deswegen ist es so einfach für die Verkäufer, Osmoseanlagen zu verkaufen. Weil die verkaufen denen einfach, dass das gut ist und mehr nicht. Und alle anderen denken dann erst darüber nach, was ist jetzt los? Ja, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Und der Grundstock unserer Selbstheilungskräfte findet hier an der Stelle genau den Punkt, den wir in jedem einzelnen Bereich haben. Ob das Ernährung ist oder die Versorgung in Notsituationen. Wir haben es einfach nötig, dass hier unten eine Sequenz stattfindet, die sich mit dem da oben abgleicht. Eine Produktion von endorphinen Botenstoffen kann nur stattfinden, wenn meine Reizleiter funktionieren, wenn meine Datensequenz funktioniert, wenn ich den Austausch in der Örtlichkeit habe mit der Zelle und ich keine Gegenreaktion im Körper stattfinden lasse. Nehmen wir unseren Darm, haben wir vorhin mal kurz drüber gesprochen. Unser Darm, der europäische Darm, ist verschleimt. Hat also eine Schleimschicht in der Oberfläche. Normal ist das nicht. Eigentlich müsste der Darm rau sein. Die Darmzotten sind offen. Wäre aber eine Gefahr für unseren Körper.
weil unsere Nahrungsmittelenergie so hoch in so einem Fenster gesetzt worden ist, dass es verwaltungstechnisch nicht mehr stattfinden kann. Also unsere Natur, unser biologischer Haushalt kann mit diesen Nahrungsmitteln gar nicht umgehen. Nehmen wir doch nur mal einen Energieriegel oder weiß ich nicht, welche komprimierten Stoffe in welchen Lebensmitteln sich befinden. Dann haben wir ein Anreicherungspotenzial in irgendeine bestimmte Richtung, ja, wo wir gar nicht mit umgehen können. Brauchen wir nicht, können wir nicht verarbeiten, kann unser Darm nichts mit anfangen. Wenn wir all diese Fleischsorten und Wurstsorten in unserem ursprünglichen Darm aufnehmen würden, würde der verbrennen. So viel Salz und Gewürze sind da drin. Also unser Körper hat eine schutzeigene Reaktion stattfinden lassen und hat gesagt, okay, pass mal auf, wir müssen das anders filtern. Das reicht uns natürlich auch zum Nachteil, wenn wir uns dann wieder gesund ernähren wollen. Weil davon müssen wir erstmal wegkommen. Und das dauert. Ja? Also diese Entschlackungskuren etc., die wir alle kennen, ist ja immer nur ein Beginnstatus. Die meisten fallen danach wieder um. Ja? Und dann kommt dieses riesige Ausredengerüst. Naja, aber man will ja auch leben. Ja. Ab und zu muss ich mir ja mal was Gutes tun. Da ist dann die Sequenz einfach der Menge und der Konzentration gefragt. Darf ich an der Stelle eine Frage stellen? Grundsätzlich gibt es ja die Aussage, der Mensch ist ein Allesesser und sollte auch alles essen. Dann gibt es die Vegetarier und dann gibt es die Veganer, die ja jetzt ganz stark gekommen sind. Wie sehen Sie diese Versorgungsschere jetzt nur im veganen oder vegetarischen Bereich? Also meine Antwort ist da ganz einfach. Wir haben eine wahnsinnige Vielfältigkeit. Und wir haben eine wahnsinnige Menge, die wir uns in unserem Geistesauge bei der Ernährung angeschafft haben. Wenn wir als allererstes mal diese Menge reduzieren, wir brauchen eigentlich ganz wenig nur, dann hätten wir dieses Problem der Versorgung mit den Menschen gar nicht. Ja? Also wir gehen ja immer in die Behauptung, wenn wir alle regulär und richtig ernähren würden wollen, dann bräuchten wir zwei Planeten. Brauchen wir nicht. Das ist totaler Nonsens. Das ist Schwachsinn. Und wenn wir uns dann mal die Vielfältigkeit betrachten, dann bin ich jemand, der sagt, von jedem etwas, immer nur ein bisschen. In meinem Umfeld finde ich Menschen, mit denen kann ich Gourmet essen. Und ich bewege mich immer wieder in Bereiche und bin dann in einem Umfeld, wo das gar nicht geht. Die gehen in ein XXL-Schnitzelhaus. Das ist ein Paradoxum. Ja? Also das ist quasi Nahrung, um zu töten. Aber zählt versorgungstechnisch schon Mischkost? Ja, von allem etwas. Wobei... Nicht einseitig werden. Nein. Also wir brauchen viele Dinge nicht, weil sie in anderen Ebenen ihre Schlüsselposition genauso verankert haben. Also ich finde in Pflanzen die notwendige Datenstruktur, die notwendige Frequenz, ja, genauso verankert wie im Fleisch. Im Gegenteil, es gibt unwahrscheinlich viel Fleisch. Ich denke mal, dass es so 70-80% des Fleisches auf dieser Erde ist, welches in ihrer Datenabgabe, ja, in ihrer Schwingungsimpedanz grundsätzlich nur negativ ist. Weil dieses Fleisch einfach gar keine positiven Emotionen tragen kann. Ja? Und dahergehend wird es auch nichts Positives als solches bewirken, außer Fettleibigkeit. Na, ich meine schon, dass man bewusst auch hochwertige Nahrungsmittel erwirbt. Ja, unbedingt. Ja, davon lieber weniger, aber es geht mir grundsätzlich um die Entscheidung jetzt. Nur vegetarisch oder nur pflanzlich? Es gibt die Solawi, das sind 30.000 Anhänger und die setzen oder haben in der Vergangenheit 3.000 Standorte gesetzt, wo die vollständig vegan leben, produzieren. Die verwenden noch nicht mal Gülle, und weil das ja tierisch ist. Und die kommen da prima mit klar. Die kommen da super mit klar. Aber ich setze dort immer die Sequenz meines Seins, meines Bewusstseins und meiner Emotionen mit hinein. Und ich brauche einen Lebenswert, der natürlich formbar ist. Ich kann ja an mir arbeiten.
der mich am Ende auch mit meiner Nahrungsaufnahme glücklich macht. Also wir werden Menschen erleben, die schaufeln innerhalb von 5 bis 10 Minuten 2 solche riesigen Teller rein. Das macht die glücklich. Und ich sitze fassungslos daneben und sage, wie bekloppt ist das denn? Ja? Oder man geht mit Menschen zu Tisch und man hat noch mit der Vorspeise zu tun, dann sind die schon fertig. Und der nächste Schritt, den die machen, ist eine Zigarette. Oder sie sehen im Hotel, sehen sie Menschen ihren Kaffee trinken früh und danach einen Orangensaft und noch irgendeine Frucht essen. Absolut Nonsens. Funktioniert nicht. Wie will ich die Vitaminstoffe denn aufnehmen, wenn ich vorher die Bitterstoffe darunter geschickt habe? Ja? Also die körpereigene Schutzreaktion, die ist doch schon, die nächsten 1,5 Stunden kann ich das vergessen. Aber das ist zum einen ist das nicht wissen, das ist zum anderen kein Gefühl haben für Natur und oft ist es auch eine antrainierte Situation. Das ist einfach vom Elternhaus her mitbringen. Ja? Oder dass sie einfach sagen, bei 2 Schnitzeln werde ich nicht satt. Fängt aber nur hier oben an. Ja? Also bei mir persönlich hat Essen sehr, sehr viel mit Wohlfühlverhalten zu tun. Ich kann wenig essen, aber lange. Vielfältigkeit ist für mich wichtig. Für mich ist es sehr, sehr langweilig, 3-mal in der Woche so einen Berg Nudeln zu essen. Das würde mich nicht glücklich machen. Ja. Bei den Solawi-Anhängern kenne ich auch einige, die dann doch ab und zu mal Fleisch essen. Wobei die das nachher schildern wie ein Suchtverhalten beim Raucher, die dann sagen, irgendwann kommt das so durch. Und bei denjenigen, die dort leben und aufgewachsen sind, die es von vornherein gar nicht anders kennen, die würden gar nicht auf den Gedanken kommen. Das ist wie bei jemandem, der noch nie geraucht hat. Ist auch schon manifestiert, gell? Ja. Ja, genau. Ja. Also das hat auch viel wieder mit den frühen Prägungsjahren zu tun. Da bin ich mit denen am Kämpfen, ja, weil die keine Ausrichtung für die frühen Prägungsjahre haben. Und damit haben die ein Clusterverhalten. Also Menschen haben gute Dinge, die sie entwickeln, aber es wird in Nischen gedrängt, weil sie sich von den anderen so aggressiv abgrenzen. Und damit verschwindet die Diskussionsfähigkeit. Ja, also so die Generation von meinen Eltern, da ist sehr oft so, dass Dinge abgetan werden. So, das ist doch Mist. Dann brauchen die auch nicht drüber reden. Wollen die auch nicht. Dann denken die auch nicht drüber. Die sind dann nicht diskussionsfähig. Und so ist es mit den einen und den anderen, ob sie jetzt nur für Frauen sich einsetzen, nur für Männer oder nur für Veganer. Ne? Die verpassen es dabei, die Kommunikationsfähigkeit zu halten. Und dieses Committen findet ja schon außerhalb statt. Ja? Also, du bist jetzt Veganer und ich bin Fleischesser. Und wir beide sind aber von vornherein diskussionsfähig. Das können wir über die Distanz können wir das schon feststellen. Ja? Und so gibt es in ganz vielen Bereichen Situationen, die einfach an der Stelle schon vorab, bevor die Diskussion beginnen kann, tot machen. Wenn die Mischsituation da wäre, dann würde sich vieles verbessern in unserer Fleischindustrie. Also dann würden viele, viele Dinge anders stattfinden. Also ich habe das Buch Der verwunschene Wald auch für Kinder gemacht. Da geht es eben darum, dass der Jäger das Wertepotenzial ist und nicht der Verrufene. In unserer Gesellschaftsform ist das ja so, der Jäger ist der Böse. Ja? Aber die Massentierzucht, die ist legitimiert. Und die ist deswegen legitimiert, weil wir nicht drüber sprechen. Würden wir da ständig drüber sprechen und würden Kindern im Kindergarten schon mal dahin führen, in den Schlachthof, hätten die keinen Spaß am Fleisch. Dann würden die sich lieber an den Jäger wenden und sagen, ja, das Tier hat jetzt 5 Jahre frei gelebt, ja, da ist es immer noch legitim, aus folgenden Gründen. Ja? Wobei sich dort auch Behauptungen einschließen und Kontra stehen, die mit unserer menschlichen Besiedlung zu tun haben. Ja? Also wo die Populationsgrößen gehalten werden müssen, einfach nur aus dem Grund, weil wir sie den Tieren ja wegnehmen, die Flächen. Ja? Und ich dann aber wiederum der Meinung bin, wenn wir Menschen doch schon solche Dinge tun, wie Fleisch essen, andere Lebewesen, dann denken wir darüber nach, dass wir in eine Kette der Jagd hineingehören. Es beginnt bei Pflanzen.
Verdrängungswettbewerb bis ganz oben in die Baumspitze. Alle Pflanzen sind grundsätzlich auf Jagd nach Platz, Raum und Licht und Nährstoffen. Und so ist das bei Lebewesen auch. Ja, also so ist das die Maus, die ein anderes Lebewesen frisst, die Katze, die Maus, und so geht das dann immer weiter. Also diese Kette ist ja eh da. Die Frage ist ganz einfach, ob die Katze sich Mäuse hält, in Ketten gelegt, füttert, ja, wie wir unsere Stopfgänse. Ja, das ist die Frage, das macht sie nicht. Und die legt sich auch keine Mäuse auf Vorrat irgendwo hin. Die hat keinen Kühlschrank, den die vollpumpt mit toten Mäusen. Macht die nicht. Ihr Organismus ist auch darauf vorbereitet. Die ist dazu imstande, auch mal 4-5 Tage nichts zu essen. Ja? Und wenn wir so einen abgehungerten Löwen sehen und im Fernsehen uns angucken bei so einer Reportage, dann ist das, weil die Natur ihm das ermöglicht. Wir Menschen, wir würden dann nach 3 Tagen wir schon zusammenklappen. Ja? Also wir hätten schon ein Hungergefühl, würden aggressiv werden, fangen dann an, unser Umfeld in Aufforderung zu bringen, uns irgendwie Ernährung zu ermöglichen. Ja? Das machen die Tiere aber nicht. Die befinden sich in dieser Jagdkette. Und mit dem Buch Der verwunschene Wald, da habe ich dann diese Jagdkette mal umgedreht. Also da ist dann der Hase, der dann den Fuchs jagt und das Reh den Wolf, wo Kinder dann sofort sagen, ah, das stimmt nicht, das ist falsch. Ja, also können die selber erkennen, muss ich denen gar nicht sagen. Das ist so ein Bild, Höhlenmalerei. Ja, und dann können die Kinder selbst daran arbeiten, was richtig und was falsch ist. Und auch die Kinder sind dort eingebunden. Da steht also die Frage, wie sie das denn gern möchten. Ob der Jäger wieder in den Wald geht. Ja, also ich habe den Jäger einfach in eine Verweigerung gesetzt. Die Tiere konnten nachher machen, was wollten. Und die Tiere haben dann alles mal umgedreht. Und, ne, also der Fuchs sollte dann nur noch Pflanzen fressen. Und der Seeadler, der sitzt dann auf seinem Nest dort und die Fische lachen ihn aus. Ja, hier, ja, weil er darf ja keinen Fisch mehr fressen. Und, ne. Also so können Kinder quasi mit Spaß und so ein bisschen auf lustige Art und Weise die Dinge selbst in Einschätzung bringen, dürfen selbst lernen und selbst sagen, was sie wollen, auch malen. Ist auch wieder so ein Bereich dann dabei, wo sie selber dann weitermalen können. Und am Ende hat es doch alles was miteinander zu tun. Und auch hier ist dann wieder, die Statuten finden statt in den frühen Prägungsjahren. Und quantenphysiktechnisch hat das ja einen Entwicklungskonsens. Also wenn wir in die Quantenphysik hineinschauen, dann wissen wir ja, dadurch, dass Wasser unser Lebenselixier ist, dadurch, dass wir zu 70% aus Wasser bestehen, ja, gut, der ein oder andere etwas weniger und der ein oder andere etwas mehr, aber grundsätzlich ist es so, dass wir diese 70% gar nicht stillhalten können. Wie soll das denn gehen? Spüren Sie denn gerade, wie schnell sich unsere Erde um die eigene Achse dreht? Bei der Geschwindigkeit müssten wir irgendwo hinfliegen. Machen wir aber nicht. Spüren Sie denn gerade die magnetischen Wellen, die auf Sie wirken? Spüren wir nicht. Ich gebe Ihnen ein Fenster, wo Sie ganz schnell erkennen können, wie man diese Wellen spürt. Sie kennen das Verhalten einer Katze? Sie müssen nicht zu Hause sein, Sie müssen nur nach Hause gehen. Und die Katze weiß das. Wie macht die das denn? Resonanz, Schwingungsresonanz. Wie kann denn eine Mutter feststellen, durch eine körpereigene Schockreaktion, dass ihr Kind tausende Kilometer davon entfernt gerade ein Unglück erfährt? Wie geht das denn? Simpel. Der Konstrukt des Aufbaus auf unserer Erde und in unserem System, Planetensystem, im All, ist immer das Gleiche. So wie unser Gehirn funktioniert in dieser Vernetzung, in diesem Strukturabgleich der Vernetzung, findet alles, was in irgendeiner Art und Weise für uns ins Bewusstsein treten kann, statt. Wenn wir ganz am Anfang hinschauen, der Moment der Befruchtung,
Ich habe mich früher mal gefragt, was erzählen die da mit diesem Sternzeichen? Was wollen die mich vereiern? Und du passt dann mit dem nicht zusammen und das nicht und ach, um Gottes Willen, was soll das mal geben? Mein Vater hat gesagt, das ist alles Quatsch. Was mir eine Anregung gegeben hat, wie das so ist, wenn der Vater schimpft, dann muss man es nochmal hinterfragen, nochmal machen, nochmal ausprobieren. Ja? Wenn der sagt, das ist nicht richtig, na, dann muss man mal rauskriegen, warum nicht. Ja? Und so war das hier auch. Und es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis ich darauf gekommen bin, warum das denn so ist, warum es stimmt. Und dass das kein Hokuspokus ist und dass mir da keiner ein Märchen erzählt, niemand sich was ausgedacht hat, sondern dass es einfach nur Menschen gegeben hat, die genau hingeschaut haben. Ja, und dann ist das Ergebnis ganz simpel und das kann ich Kindern immer genau so erklären, wenn der Samenfaden zur Eizelle unterwegs ist. Und dann sagen die Kinder ganz oft, boah, das sind ganz viele. Ich sage, stimmt. Das sind unglaublich viele. Aber einer schafft's. Und dann sagen die Kinder, ja, ja, der Stärkste. Ich sage, nicht immer. Aber warum schafft's denn einer? Das weiß der schon vorher, sagt ein kleines Mädchen, 6 Jahre alt. Ich sage, warum weiß der das denn vorher? Und sie sagt, der sieht wie Papa aus. Fand ich total interessant, weil sie hatte ja nun mitbekommen, in ihrer frühen Prägungszeit, dass die Dinge, die da stattfinden, irgendwo schon gewesen sind und irgendwo schon ihr Charakter und ihr Muster mitbringen. Also hatte sie ein Zuhause, wo man offen gedacht und gesprochen hat. Alle anderen Kinder haben das natürlich nicht verstanden. Auf dem Weg der Befruchtung findet Folgendes statt. Wir haben systemisch die Planeten in einer Konstellation stehen. Wir haben die Erde in einer Ausrichtung zur Sonne. Und wir haben ein Momentum, wo wir die Geschwindigkeit der Erde, der erdeigenen Umdrehung, anhalten. Das ist genau dieser Moment. Und in diesem Moment haben wir eine Ansteuerung des magnetischen Feldes. Wir haben in diesem Moment die Ausrichtung des Planetensystems, welches sich auswirkt auf die Atome, die unser Leben lang bestimmend sein werden. Von diesem Punkt aus geht die Zellteilung in wahnsinniger Geschwindigkeit, milliardenfach. Kinder fragen mich dann immer, wie geht das? Ich kann auch aus einem nicht 2 machen und dann 4 und dann 8. Wo kommt das denn her? Und ich sage den Kindern dann immer, wir brauchen gar nicht darüber nachdenken, wo es herkommt. Es ist einfach schon da. Die Bausteine müssen einfach nur zusammengesetzt werden. Schaut mal, wenn wir einen großen Eimer haben mit euren Bausteinen, dann haben wir daneben noch kein Auto stehen. Aber wir wissen, wir wollen ein Auto bauen. Wenn wir das wissen, dann können wir ein Auto bauen. Was möchtest du denn bauen? Was weißt du denn, was du bauen willst? Ich will ein Haus bauen. Und ich eine Polizei, sagt der nächste Junge. Dann bauen die das alles aus diesem einen Eimer, wo diese vielen Bausteine durcheinander gequirlt in Farben, in Größe sich befinden. Und jetzt lernen Kinder verstehen, wie ich aus dieser gedachten Sequenz verantwortlich mit Bewusstsein das Ergebnis erzeuge, welches ich gedacht habe. Und jetzt fangen die Kinder an, sich zu vernetzen. Jetzt wird plötzlich das Haus ausgerichtet auf die Polizeistation. Da wird dann eine Feuerwehr daraus gemacht. Und das Mädchen baut einen Kindergarten. Und so habe ich eine Bildsequenz im Ergebnis, die genau das widerspiegelt aus diesem großen, bunten Eimer der Möglichkeiten, diese verschiedenen Dinge zu bauen, sie dann miteinander zu vernetzen und zu committen und etwas ganz Tolles daraus werden zu lassen. Und nichts anderes
findet bei unserer Entstehung statt. Jeder von uns ist ja einzigartig, wenn er auf die Welt kommt. Das können wir der Sache nicht absprechen. Aber wir haben alle die gleichen Möglichkeiten. Was sind denn unsere gleichen Möglichkeiten? Na, unsere Selbstentfaltung. Die gleiche Möglichkeit, mit der wir geboren werden, heißt ja nicht, dass ich Bäcker werden muss wie er. Ich kann natürlich Schuster werden. Und der Nächste wird Lehrer. Das heißt also noch lange nicht, dass ich mit demselben Grundbaustein das Gleiche baue. Ja? Die Quantenphysik hat also ganz am Anfang, wo wir quasi den Verlauf für unsere Zukunft finden, schon ihren Einfluss genommen. Und in Deutschland heißt es, die Schwaben sind geizig. Das ist so ein Ausspruch in Deutschland. Und wenn man sich fragt, warum ist das so? Ja, das sind einfach Menschen, die haben die gleichen Schwingungen. Die sind gleich ausgerichtet. Warum sitzen Sie hier? Warum er da draußen nicht? Warum sind Städte wie Köln und Düsseldorf nur 34 Kilometer auseinander und sind so unterschiedlich? Das ist das beste Beispiel, was ich gefunden habe für die Quantenphysik. Das ist so abartig, so deutlich. Sie gehen nach Düsseldorf und möchten ein Geschäft aufmachen. Da müssen Sie schon eine Menge Arroganz mitbringen und Sie müssen dort, Sie müssen sich anpassen. Da sind so festgefahrene Strukturen in Düsseldorf, da müssen Sie spuren. In Köln können Sie machen, was Sie wollen. Ja, also Sie können jetzt nicht auf einer Hauptverkehrsstraße zelten oder so, das funktioniert natürlich nicht, aber Sie können, wenn Sie ein neues Geschäft haben, das können Sie besser in Köln ausprobieren. Köln ist auch bekannt als schwule Hauptstadt. Warum ist das so? Weil die Menschen dort einfach eine Einstellung haben, persönlich, die haben ein Schwingungsverhältnis, das ist im Gleichklang, denen ist das egal. Da interessiert das nicht, welche sexuellen Neigungen der andere hat. Da interessiert das auch nicht, ob der so einen Hahnekamm oben auf dem Kopf trägt. Und wenn die Haare bis sonst wohin hängen. Und der kann auch mit einem offenen T-Shirt herumrennen. Da können auch Löcher drin sein. Das geht in Düsseldorf nicht. Da kriegen sie ein Problem. Und das hat etwas damit zu tun, dass sich Menschen in Gruppierungen zusammenfinden, die ein gleiches Schwingungsmuster haben, und das brauchen sie auch, um gemeinsam in eine gewisse Richtung denken, agieren, arbeiten zu können, sich mit ihrem Umfeld abgleichen zu können. Dazwischen brauchen sie immer so den einen oder anderen Pessimisten, der sie richtig anregt und Energie in ihrem Gehirn lostritt. Ja, also jemand, der dann so zwischendurch sagt, nee, das geht alles nicht. Und so ein ewig Verweigerer. Sonst haben sie keine Anregung, darüber nachzudenken, über die eine oder andere Situation. Und das Interessante ist halt eben, dass es in Köln da ganz wenige von gibt. Ja? Das Beispiel der Love Parade in Berlin. Ja? Also die Love Parade, warum konnte sie sich in Berlin nicht halten? Warum ist sie auf Reisen gegangen? Weil sie von der Gemeinschaft her in Berlin nur angereist war. Die Menschen, die daran teilgenommen haben, sind aus der ganzen Republik und von sonst woher gekommen. Haben sich dort für dieses Momentum in Gleichklang gegeben. Ja? Sie waren also die Schwingungsträger, die im Gesamten mit der Situation im Reinen waren, aber die Stadt selber nicht. Die Stadt ist selber sehr, sehr offen, hinkt aber weit hinter London hinterher. Und daran kann man erkennen, dass die Quantenphysik ihre Auswirkungen im ganz normalen alltäglichen Leben hat. Das findet man wirklich, egal wo man hinkommt, gesellen sich Menschen zu anderen, wo sie zu passen. Und wir, jeder Einzelne, kennen das ja. Wir sagen, die Chemie stimmt nicht, dabei haben wir denjenigen noch gar nicht gerochen. Ja? Das ist wie Moskau und Leningrad. Ja. Die Moskau, die sind offen, die anderen sind irgendwie wirklich sehr verschlossen.
Deswegen wurde vor den Toren Moskaus die Stadt Elektrostahl gegründet und dort fand die ganze Forschung statt. Da ist ja auch Professor Trofimow angesiedelt, der die Quantenphysik bis ins kleinste Detail erforscht hat und das GIO und das OMRON entwickelt hat und diverse andere Dinge noch so mit, natürlich immer in Gesellschaft mit anderen Wissenschaftlern, weil die sind zur Schwarmintelligenz bereit. Okay, dann gesellen wir uns jetzt dahin, wo wir was zu uns nehmen können. Ja? Bitte, wie lange machen wir Pause? Ja, Petra, wie lange? Eine halbe Stunde eigentlich. Okay.